So, nächstes Video, auch wieder von... Ja, Moment, hab ich dir erlaubt zu starten? Nein, das hab ich nicht. Ich bin immer noch der Chef hier in meinem eigenen Livestream. Okay, haben wir uns verstanden, Nikos Video? Okay, wir haben das nächste Video, das heißt nüchterne Dienstreise, meine Freunde. Auch wieder von Nico, wir bleiben mal bei Nico an dieser Stelle, wenn wir schon uns eingegroovt haben. Mal schauen, wie das wird. Let's go. Firmendienstausflug, Vorbereitungen laufen. Seid ihr bereit für einen Monat? Also wenn das jetzt eine Frau gemacht hätte, wäre jetzt ein Clip danach gekommen mit so Typen, die wow, voll ausrasten. Scheiß-Content von mir. Das wäre schon hart cringe, wenn du mit der gleichen Sonnenbrille rumlaufen würdest wie ich, oder? Oh Nico. Hat er ihm eine Sonnenbrille geschenkt? Hat er ihm eine niegelnagelneue Sonnenbrille geschenkt? Oh, guck mal. Oh, der Gefühlsvolle. Ging war ich schon immer der Beste. Die Motherfucker, look at die Motherfucker, man. We're on Crater. Wisst ihr, das sieht aus wie eine 3D-Brille, Digga. Das sieht aus wie eine 3-fucking-D-Brille. Muss dazu aber auch sagen, he pulls it off. Das sieht gut aus. Aber das ist halt bei Nico so ein Ding. Der kann sogar Sachen ironisch tragen, auch Frisuren oder so. Steht dem einfach. Ich hasse ihn so ein bisschen dafür. Wisst ihr, was ich meine? Der kann einfach irgendwas, einfach ironisch, der kann sich über sich selbst lustig machen. Er trägt irgendetwas, das eigentlich total lächerlich aussehen sollte bei anderen Leuten. Und bei ihm sieht es einfach aus wie ein fucking Superstar. Nico, ich hasse dich dafür. Ich hasse dich dafür. Oh, so ein fucking Superstar! Aber wenn ich diese wolle Sonnenbrille tragen würde, die Leute würden mich auslachen auf der Straße. It's a beautiful island, man. Ich schimpfe für meine private Sammlung. Bin ich dafür nicht schon ein bisschen alt? Ich darf euch ganz herzlich vorstellen. Jasmin. Ja, der Fokus will einfach nicht. Es macht jetzt keinen Sinn bei dem Licht. Ich vlog dann, wenn wir wieder zu Hause sind. Endlich angekommen im Restaurant. Bei Stiffen wird es dann heute eine Portion Hummus, Digga. Timmy! Oh, bitte! Man denkt Griechenland, auch entspannt, ein, zwei Schlücke Wein. Ein einziger Tornado, nur Blumenblatt. Bisher konnten wir einige Dinge erarbeiten im Urlaub. Essen. Und vor allem, wir haben jetzt ein, zwei Wein getrunken. Wie heißt das nochmal, wenn Leute an mehreren Arbeitsplätzen arbeiten? Multiple Areas oder so. Meinst du ein Coworking Space? Coworking Space! Wir gehen jetzt auch in so ein Coworking Space Areal. Alles klar. Ja, der wurde angefahren. Safe. Ich hätte ganz gerne hier noch einen Mund zu Mund wieder beatmen. Sag mir bitte einen guten Reim auf Kontos. Wir finden keinen. Jungs, ich bin nüchtern, lass nach Hause. Du musst schauen, ob die al dente sind. Weißt du, wann die al dente sind? Ich muss ganz kurz, sorry, dass ich hier anhalte. Ne? Mir macht so eine Art von Video extrem Spaß zu schauen. Habe ich bei David Dobrik auch immer gesehen und feiere das bei David Dobrik. Natürlich übertreiben die noch einmal maßlos, nochmal eine ganz andere Schiene. Aber ich liebe so eine Art von Vlogs. Und das war ja das, was ich vor 2 Jahren anfangen wollte, eigentlich auch zu machen. Solche Art von Vlogs. Oder jetzt vor 1,5 Jahren vor allem als, das war 2020, also letztes Jahr Januar wollte ich damit anfangen. Und dann ging es ja los mit Corona und deswegen konnte man ja nirgendwo hin. Man konnte sich mit keinen Leuten treffen, man konnte nicht verreisen, man konnte nichts unternehmen. Deswegen habe ich halt auch auf meinem Hauptkanal, kam halt auch nichts mehr, weil ich jetzt auch keine Videos machen möchte mit YouTube, so Tutorials oder so. So eine Art Video will ich machen. Das ist so der Content, den ich selber gerne gucke, den ich feiere und den ich auch selber ganz genau weiß, dass ich auch voll die geilen Aufnahmen machen werde mit den Leuten, mit denen ich mich immer auch treffe und was bei uns immer so passiert. Und so eine Art Video feiere ich. Das ist halt den Content, den ich auch machen möchte. Und ich bin froh, dass jetzt langsam mit dank den Impfungen und so, und ich hoffe, es gibt keinen neuen Lockdown und so weiter, aber es wird tatsächlich so eine Art von Videos geben auf meinem Hauptkanal. Ja, just saying. Am Kühlschrank. Babylon. Okay, ich kann es kurz ausprobieren. Das wird al dente. Nudeln nehmen, Hackfleisch rein. Stay vegan. Stay al dente. Das ist doch lieber die Witze mal erzählen, was hier gerade abgeht. Was geht hier ab, Vincent? Roshi, ein Kaffee? Wie würdest du Schluss machen? Würdest du Influencer sein? Würdest du Werbung machen? Jede T-Shirt in diversen Farben, super. So, Leute, ich bin's, Karl! Aber der hat's hier für Spieler gemacht. Die einzelnen Charaktere nochmal persönlich vorzustellen. David, hi, ich bin Sven und ich mag Stoffe. Kira, was war der ganze Tag? Steht auf dich. Kira hat wegen Vince gekündigt. Thomas hat Jura studiert. In wie vielen Semester bist du? Durch, Bro. Er ist durch. Finanziell gesehen, oder wie? Also, Vincent macht hier bei uns. Ey, Mann, das ist ein Akku, Junge. Egal. Hast du ihn schon gefragt, was er macht? Alles klar. Stefan, mach einen an, komm. Feedback für deine Tätigkeit.
Alles klar, damit kommen wir in der 5. Aber das sieht wunderhübsch aus. Du hast mich schon nicht gehört. Alles klar. Negi! Negi, komm in mir. Was? Wir haben einen ziemlich familiären Umgang hier. Vincent ist auch so in so einer Familie groß geworden. Nein. Also arbeitet auch gar nicht bei uns. Willst du auf Video sein? Nein. Und in diesem Sinne, hast du hinter der Kamera? Wie sie versucht, da so zu zeigen, so, das wird er eh nicht mit reinnehmen. Wird er eh nicht mit reinnehmen, wenn ich Mittelfinger zeige. Und dann so, nein, ich gehe kurz zur Seite, ich will raus, ich will raus. Geil. Boschi, arbeitet auch nicht bei uns. Aua, Vollkaskoversicherung. Und ich darf euch mal ganz kurz zeigen, wie Niki uns weg. Ich würde ja ausrasten. Hol da auf die billige Plätze. Allgemein. Ich sehe auf die Idee, kommt sich mit Aloe Vera einzuschmieren, hat einfach nach Scheiße gerochen. Komm, mach dein Ding. Ah, da tut sich bestimmt weh. Nein! Oh, okay. Zieh euch mal das Wasser hier rein. Ultra-blau. Das war aber schon ein Bauchplatscher. Oh, nicht schlecht. Wie würdest du dein Leben in 3 Worten beschreiben? Geil. Das war's. Ganz kurz, warte, ich habe hier gerade eine Nahaufnahme von deinem Gesicht drauf. Bleib genau so. Warte, warte, ganz kurz. Jetzt habe ich dich drauf. Ich bin geil. Alles klar. Ich muss wirklich sagen, das ist ein extrem schöner Pool. Cool. Da kannst du schön Bahn schwimmen. Kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Mein Lieber, wir sind hier in einem sogenannten Dschungel oder was auch immer. Und wir haben natürlich auch unseren Pfadfinder dabei. Dora Explorer? Ah. Tarzan. Reicht. Ja, ich schneide sowieso raus. Aber wir probieren ein Bild zu machen, das möglichst beschissen ist. Aber bevor wir das Bild machen, jetzt noch ein ganz kurzer Beauty-Shot, damit ihr ganz kurz noch seht, wie das ganze Nico. Haus hier aussieht. Geil. Ja! Ist das geil? Geil! Ey, das sind die besten Mitarbeiter, die man sich vorstellt. Ich wollte auch gerade sagen, wenn die Truppe dann noch dabei mitmacht, ne, und alle auch wirklich mitmachen bei sowas und alle sich auch für die Kamera dann trauen und das dann auch in sein Video rein darf und alle sind dann so gechillt drauf, es ist einfach geil. Das ist einfach geil. Ich kann nachvollziehen, dass wenn man auf Reise ist oder wenn man vloggt, wenn man bei einer Party ist oder wenn man mit Leuten unterwegs ist, dass es Leute gibt, die sagen, ich will nicht gefilmt werden, gar kein Ding. Aber halt geil ist, wenn man so ein Team hat, ne, die alle sich filmen lassen und mega geil. Yesterday evening was awesome. It was insane, man. What should I say? Alles klar. Heute ist der letzte Abend, an dem wir hier sind. Es waren leider nur 5 Tage. Da findet einfach nicht genug Informationsaustausch statt. Ich möchte an der Stelle mal einen Kuss anbringen. Ein ehrlich gemeintes Danke. Es ist einfach mega geil zu sehen, wie die Firma sich entwickelt hat innerhalb der letzten 12 bis 24 Monate. Leute waren da, haben ohne mit der Wimper zu zucken supportet und ich werde einfach probieren, so viel wie möglich davon zurückzugeben. Und es ist einfach geil, dass man sowas hier machen kann, dass man den Leuten sowas bieten kann. Ich würde sagen, safe. Darauf entzünden wir den einen oder anderen Tornado. Wow, jawoll. Nicht schlecht, nicht und schlecht. Hier seht ihr Spendi bei nicht der schlecht. Arbeit. Greta war übelst geil, hat sehr, sehr Bock gemacht. Kuss geht nochmal raus an die Firma an der Stelle. Wenn euch der Vlog gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Channel, falls ihr es noch nicht getan habt. Viel Spaß, ob jetzt das von hier kompletter Rotz-Content kommt. Ist einfach nur noch perfekt. Geil, Mann. Ist einfach nur noch perfekt. Geil. Ja, nice. Geil, ein tolles Team hätte ich auch gerne gehabt. Ach komm, wir sind auch ein geiles Team. Hat man ja beim Mod-Treffen auch gesehen. Waren zwar nicht alle da, aber trotzdem. Aber da ist halt das Ding eher, also ich respektiere, wenn ihr nicht gefilmt werden wollt oder das nicht in die Story oder sonst irgendwo rein soll. Ne? Also ihr seid trotzdem noch Privatpersonen, also alles cool. Das war jetzt kein Front irgendwie an euch. Auf jeden Fall nicht. Hat ja auch generell mit Leuten zu tun, mit denen man zusammenarbeitet. Ne? Ich bin manchmal auch mit Leuten, die selber Influencer sind da irgendwo und ich will dann vloggen oder eine Story machen oder so und die wollen nicht gefilmt werden. Die sagen auch bitte von mir nicht, yo,
ja, kannst du auch nichts machen, ne? Dann, wenn nur eine Person in der gesamten Truppe und es ist durcheinander und du weißt nie, ob die Person im Hintergrund nicht eingefunden, du willst was einfangen. Das Letzte, was du machen möchtest, ist den Moment verfälschen, in dem du sagst, kannst du bitte aus dem Film gehen, ich vlogge jetzt. Das ist scheiße. Es muss halt das gesamte Team, alle, die dabei sind, alle in der Truppe müssen sich dafür bereit erklären, vor der Kamera gesehen zu werden und auch dann wahrscheinlich dann im Vlog im Hintergrund oder im Vordergrund dann auch mal im Video drin zu sein. Nur dann ist es entspannt, weil sonst macht es gar keinen Spaß zu vloggen, wenn du immer darauf achten musst, wer ist vor der Linse, wer ist da hinten irgendwo, wer wird doch vielleicht zu sehen sein. Ne? Also deswegen fühle ich das, dass Nico da sagt, so, der findet das voll toll, dass die Truppe so ist und dass sich das so entwickelt hat und so weiter. Auf jeden Fall. Nico hat so einen guten Humor. Ja, das ist wahr. Das stimmt. Ist so, nächstes Mal den Vertrag unterschreiben, dass man gefilmt wird. Ja gut, den Druck will ich euch nicht machen. Ich sag, wie es ist. Dann kommen noch weniger Mods zum Mod-Treffen. Nee, danke. Dann machen wir das doch lieber privat.